Moin und herzlich willkommen am 16. Dezember. 24 Tage bis Jesus, lange haben wir nicht mehr. Heute gucken wir mal mit den drei Weisen aus dem fernen Land, mit Kaspar, Melchior und Balthasar, was dieser Stern bedeutet. Ich bin auch gespannt. Bis gleich. Kaspar, Melchior und Balthasar sind zu Hause angekommen. Sie laden ihr Kamel ab und machen sich erst einmal einen schönen warmen Tee. Das wird eine lange Nacht. Viele Bücher müssen sie lesen. Bald schon wird es karg und Melchior ist schon zweimal über den Büchern eingeschlafen. Kaspar gähnt andauernd. Eigentlich wollen sie schon aufgeben. Da macht Melchior eine Entdeckung. Freunde, ich hab da was! Auf einmal sind alle wieder hellwach. Hier steht, dass ein neuer König im Westen geboren wird. Das ist ja komisch. Normalerweise sagen die Sterne, was der König alles erreichen wird, welche Kriege er führen wird und so weiter. Hier steht aber, dass er keine Reichtümer sammeln und keine Kriege gewinnen wird. Er wird ein besonderer Mensch sein und viel Gutes tun. Die drei gucken sich fragend an. Bist du sicher? Alle Fehler ausgeschlossen? Kaspar kann es gar nicht glauben. Gar kein Zweifel, sagt Balthasar, als er die Seiten auch noch einmal gelesen hat. Wirklich komisch, was meint ihr? Das müssen wir doch mit eigenen Augen sehen. Da sind sich alle drei einig. Aber vieles muss noch geklärt werden. Ich habe aber keine Lust, den ganzen Weg zu latschen. Ich möchte aber nicht mit bei euch beiden auf einem Kamel sitzen. Ich reite vorne. Ihr beiden verlauft euch ja in der Wüste immer und ich will ja heile beim König ankommen. Sie drei nehmen ihre Kamele und satteln sie und packen alles, was sie für die Reise brauchen, in Taschen. Kleidung zum Wechseln, Essen, Trinken und natürlich auch die Schriftrolle, in der sie die Entdeckung vom neuen König gemacht haben. Sie brechen sofort auf. Sie sind so aufgeregt, dass sie gar nicht mehr schlafen können. Die Kamele dürfen noch einmal viel Wasser trinken und dann geht es los. Dem Stern nach, der immer noch hell am Himmel steht. Die Nachbarn stehen gerade auf und schauen verwundert aus dem Fenster. Hey, ist noch früh. Ihr wart doch bestimmt wieder die ganze Nacht Sterne gucken. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Das wissen wir noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, wann wir wiederkommen. Wir suchen den neuen König des Westens und wir folgen dem Stern. Schlüssel liegt übrigens unter der Fußmatte. Bitte gießt unsere Blumen. Kaspar, Melchior und Balthasar winken zum Abschied und ihre Nachbarn winken verwundert zurück. Weiter geht's mit unserer musikalischen Reise mit Reinhard Nösk. Dir und deiner Familie einen schönen Start ins Wochenende an diesem Freitag. Wir sehen uns morgen bei 24 Tage bis Jesus. Tschüss!